Hallo, mein Lieben. Ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und zwar geht es heute darum, dass ich euch was zu verkünden habe. Und zwar fahren wir nach Eschewege. Und ja, ich wollte heute einfach mal alles dazu erzählen. Und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, also ich fahre nach Eschewege. Das war ja ziemlich lange noch in den Stern und jetzt haben wir aber am Wochenende das Hotel gebucht und es ist jetzt nun endlich fest, dass wir nach Eschewege fahren. Und ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr und ich freue mich riesig, ganz viele von euch kennenzulernen. Denn auf Instagram habe ich das ganz lange schon bekannt gegeben und ja, dort haben auch schon einige geschrieben, dass sie auf jeden Fall da sein werden. Ja, es ist ein bisschen schwer für mich, also überhaupt die Entscheidung dafür war ziemlich schwer für mich, weil es schon einige gibt, die mich nicht sehen wollen. Das hat verschiedene Gründe. Ich weiß es auch selber gar nicht mehr. Und das war wohl irgendwie wegen damals. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Und mir wird es auch nicht gesagt, aber darum soll es gar nicht gehen. Also auf jeden Fall gibt es ganz viele Leute, die sich nicht mit mir treffen wollen und die mir das auch verboten haben, da überhaupt hinzugehen. Was ich ziemlich krass finde, weil es immerhin ein öffentlicher Ort ist und ich entscheiden darf, wo ich hingehe und wo nicht. Ja, deswegen habe ich mir auch selber überlegt, okay, sollst du da wirklich hinfahren, wenn es Leute gibt, die dich sowieso nicht mögen und es sowieso nur ein paar Leute gibt, die dich überhaupt sehen wollen. Lohnt sich das überhaupt, weil es halt schon nicht günstig ist dann. Ja, jetzt habe ich aber zwei ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt hier auf Instagram und ja, die haben mich im Endeffekt ein bisschen dazu überredet, nach Eschewege zu fahren. Und jetzt fahren wir nach Eschewege. Ich fahre halt mit den beiden tollen Zuschauern zusammen. Und die haben jeweils auch ein Baby und die eine davon, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen sage ich sie einfach mal nicht. Die eine hat sogar ein Levi, die andere hat auch ein ganz, ganz tolles Baby und ich freue mich, dass wir zusammen in einem Hotel sind und zusammen 2 Tage auf der Messe verbringen. Und ja, jetzt mal zum Ablauf, wie das Ganze ablaufen wird. Also wir fahren Freitag, den 10. November fahren wir schon los. Das ist so ungefähr mittags, fahren wir los. Und zwar geht es für uns nach Offenbach. Und dort treffen wir die erste Person und die zweite Person auch. Ich fahre mit Felix natürlich und beiden Babys, wenn denn das andere Baby dann da ist, wenn wir da hinfahren. So, auf jeden Fall kommt Mel mit. Und wenn das andere Baby halt da ist, kommt es natürlich auch mit. Dann treffen wir die beiden Personen in Offenbach. Die eine davon wohnt in Offenbach und wir fahren so zusammen zu ihr, weil von Offenbach nach Eschewege ist es nicht mehr so weit. Ja, dann übernachten wir am Freitag auf Samstag bei ihr, also bei der, die in Offenbach wohnt, und gehen am Freitagabend dann noch schön shoppen da und machen uns einfach einen schönen Mädelstag, natürlich mit Felix. Ein Mädels- und Jungstag irgendwie. Ja, auf jeden Fall machen wir sowas und dann fahren wir samstags ganz, ganz früh los. Von Offenbach, 4 Stunden, glaube ich, fahren wir mit dem Zug nach Eschwege. Und dort treffen wir auch eine ganz, 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 ganz tolle Person, mit der wir eigentlich auch den kompletten Urlaub verbringen. Urlaub, ja, also das komplette Wochenende verbringen. Und ja, da freue ich mich auch riesig drauf. Dann verbringen wir halt den Tag auf der Messe. Ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch. Ich werde natürlich die Kamera mitnehmen und euch natürlich dann teilhaben lassen. Also alle, die leider nicht dahin können, können dann meine Videos gucken und dann, ja, werdet ihr sehen, wie es uns da so gefällt und wie es uns da ergeht. Ich habe vorhin mal auf YouTube geguckt und irgendwie finde ich nicht so einen richtigen Vlog von solchen Messen. Ich kenne das da ja selber noch nicht. Ich war noch nie auf so einer Messe. Und ich habe vorhin ein bisschen geguckt und dachte mir so, okay, guckst du mal an, wie das vielleicht so ein bisschen aussieht. Aber es gibt leider nichts so Richtiges und deswegen habe ich mir auch zum Ziel gemacht, einen richtig coolen Vlog zu machen. Hallo Felix, na? Hast du dich endlich getraut, hierher zu kommen? Digga, wer du? Ja, ja, komm her.
Ja, also ich werde die Kamera auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, dass ich auch schon am Donnerstag anfangen werde. Ja, auf jeden Fall auch, wenn wir Koffer packen, damit ihr wisst, was wir alles so mitnehmen. Ich bin auch sehr gespannt, was wir alles mitnehmen. Ich weiß es selber nicht. Ich würde am liebsten jetzt schon anfangen mit Koffer packen, aber wir haben noch 8 Wochen. Und ja, ich freue mich aber schon riesig und ich glaube, es wird echt richtig, richtig toll. Ich nehme mich auf jeden Fall mit zum Kofferpacken auch und dann natürlich auch die ganze Fahrt, wie wir fahren, wie unsere Ankunft ist und all so ein Kram. Natürlich mit den Babys. Also nicht, dass ihr jetzt wieder so einen Urlaub-Vlog habt ohne die Babys, sondern wir nehmen die Babys natürlich mit und die werden auch teilhaben da, während wir fahren und all so ein Kram. Kinderwagentechnisch sieht es jetzt so aus, dass ich auf jeden Fall einen mitnehmen kann. Ob es meiner ist, weiß ich noch nicht. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen und Felix auch. Er findet, dass wir uns vielleicht einen anderen kaufen sollten dafür oder uns einen ausleihen sollen. Auch weil es ein bisschen schwer wird, dann 2 Babys eventuell in einem Kinderwagen zu transportieren. Und ich werde auf jeden Fall meine Ergo-Baby mitnehmen, aber ich weiß natürlich nicht, wie das dann mit dem Kinderwagen wird. Also da müssen wir auf jeden Fall noch gucken. Vielleicht zieht für die Zeit ein Zwillingswagen ein oder irgendwas anderes. Also auf jeden Fall müssen wir dann nochmal gucken. Und ja, Maxi Cosi Pebble nehmen wir, glaube ich, gar nicht mit. Außer wir haben einen Kinderwagen, wo wir den irgendwie draufstecken mit Adaptern. Aber das ist, glaube ich, eher weniger. Ich möchte halt schon einen Kinderwagen, wo beide Babys reinpassen, falls ich mal auf der Messe beide ablegen möchte oder so. Und ja, deswegen gucke ich mal nach einem Knorr Baby Classico oder vielleicht ein Jules. Ich weiß es nicht. Oder halt eventuell ein Zwillingswagen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Das stelle ich mich noch gar nicht fest. Und ja, dann verbringen wir halt, wie gesagt, Samstag den Tag. Ich vlogge natürlich ganz, ganz fleißig. Ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich habe mir jetzt extra eine neue Kamera gekauft für Eschwege und die werde ich natürlich auch fleißig nutzen. Ja, am Samstagabend geht's dann ins Hotel und dann geht's Sonntag direkt wieder auf die Messe morgens. Da fahren wir mit dem Auto hin. Also vom Hotel zur Messe fahren wir mit dem Auto und dann, ja, verbringen wir den zweiten Tag dort. Warum habe ich 2 Tage gewählt? Einfach weil es sehr, sehr viel ist. Ich glaube kaum, dass man das an einem Tag, wenn man sich wirklich Zeit für alles nimmt, an einem Tag alles durchschafft. Und ich habe es an 2 Tagen gewählt, weil ich so viele Fans wie möglich treffen möchte. Und vielleicht kommen nur manche am Samstag, vielleicht kommen nur manche am Sonntag. Und deswegen haben wir uns für beide Tage entschieden. Ja, und weil ich aber das Wochenende auch dann verbringen wollte da und einfach ganz viel Spaß haben wollte. Ja, dann werden wir am Sonntag wieder abreisen direkt von der Messe. Das wird so ungefähr gegen 16 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr sein, damit wir am Sonntag halt nicht zu spät zu Hause sind. Weil am Montag ist halt wieder Schule und Arbeiten angesagt. Und ja, da trenne ich mich dann auch von meinen 2 süßen Mäusen, die mitkommen. Also meine Freundinnen. Und ja, dann war es unser Wochenende. Und ich hoffe, ich treffe ganz, ganz viele von euch. Auch wenn viele Leute mich echt nicht mögen und auf mich überhaupt keinen Bock haben und mir am besten verbieten wollen, dahin zu gehen. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass ich dahin möchte, weil es mir gefällt. Und wenn halt kein Fan zu mir kommt und mich sehen will, dann ist es halt deren Problem und nicht mein Problem. Ja, ich verbringe eben meinen Tag mit meinem Freund und den 2 tollen Mäusen. Und ja, dann machen wir uns dann ein voll schönes Wochenende. Ich fahre da nicht nur hin wegen den Fans, sondern ich fahre da einfach hin, weil mich das voll interessiert. Und natürlich ist es voll toll, einige Leute hinter den Kommentaren und hinter den Likes zu sehen. Aber wenn man nicht möchte, dann möchte man eben nicht. Und es ist ja nur mal eure Entscheidung, wen ihr trifft und wen nicht. Auch, also ich sehe Eschewege auch als riesengroßes Fantreffen. Und das möchte ich auch irgendwie so einrichten. Also wenn ihr Lust habt, mich zu sehen, dann könnt ihr gerne nach Eschewege kommen. Der Eintritt kostet, glaube ich, 15 € für das ganze Wochenende, also für 2 Tage und für einen Tag 10 €. Ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube schon. Ja, falls, wie gesagt, falls ihr mich sehen wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen und ja, ich werde eventuell bis dahin Autogrammkarten oder irgendwie sowas besorgen. Das weiß ich auch nicht ganz genau, ob das alles klappt.
Und natürlich können wir Fotos machen, das ist kein Problem. Ich kann meine Babys auf den Arm nehmen und damit Fotos machen und so, das ist absolut kein Problem. Und ja, ich hoffe, wir sehen relativ viele und ich bin nicht so enttäuscht, wenn ich nach Hause fahre und alle schreiben in die Kommentare, ich war da, aber ich hatte Angst, dich anzusprechen. Ich glaube, ihr müsst echt keine Angst haben, mich anzusprechen. Und dann war es so. Eigentlich wollte ich eigentlich nur bekannt geben, dass wir nach Escheville fahren und dass ich mich riesig freue auf euch, wenn ihr dann kommt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!